Mein Name ist Kevin Allgeier. Ich bin Produktionsleiter bei der Firma Günther Präzisionstechnik hier in Villingen-Schwenningen. Wir stellen für unsere Kunden präzisionsgeschliffene Bauteile her, die ihre Anwendung in der Automobilindustrie, der Hydraulikindustrie, der Luft- und Raumfahrttechnik und auch in alternativen Antrieben finden. Durch unser Know-how in der Schleiftechnologie sind wir in der Lage, Großserien an unsere Kunden in höchster Qualität und Präzision zu liefern. Um zukünftig auch kleinere Losgrößen wirtschaftlich herstellen zu können, ist es unsere Aufgabe gewesen, unser Zuführkonzept zu überarbeiten. Eine Automatisierung, welche es uns ermöglicht, Bauteile in unterschiedlichen Zuständen zuzuführen, war im Gespräch. Mit der Firma EGS Automation in Donaueschingen haben wir in der Vergangenheit bereits viele Projekte erfolgreich realisiert. Und so suchten wir den Kontakt, um auch dieses Projekt erfolgreich mit der Firma EGS Automation zu realisieren. Herzlich willkommen, mein Name ist Sonja Jamak. Ich bin zuständig für die Abteilung Schleiferei. Der Schleifprozess ist der letzte Bearbeitungsschritt, bei dem die Bauteile von uns den finalen Schliff erhalten. Wir stehen vor einer Einstechschleifmaschine der Hersteller Chudin, welche über EGS-Automation be- und entladen wird. Wie das Ganze funktioniert: Wir bekommen unsere Bauteile meistens als Schüttgut an die Maschine gestellt. Der Bediener muss die Bauteile willkürlich auf die Band setzen, positionieren. Mit Hilfe einer Optonikkamera werden die Bauteile aufgenommen, die Signale an den Roboter zugesendet und die Bauteile be- und nach der Schleifbearbeitung entladen. Wir arbeiten schon ziemlich lange mit EGS Automation. Welche Ziele haben wir erreicht? Die EGS Automation hat uns ermöglicht, mehrere Maschinen gleichzeitig zu bedienen. Wir haben die Rüst- und Durchlaufzeiten stark reduziert, die Produktivität und Effizienz von unseren Anlagen stark verbessert. Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit EGS Automation.